Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe es hier mal angehalten und wollte euch mal zeigen, wie bei uns der Raps aussieht. Also man hört es trotz ja immer mal wieder leicht bewölktem Wetter, aber das stört ja die Bienen in dem Fall relativ wenig. Summt es noch, aber wenn wir hier halt hingehen, ne, es fallen schon relativ viele, sieht man das so, relativ viele Blütenblätter runter. Ich meine, hier sind noch Knospen, die noch aufgehen, aber wenn wir auch hier weiter runter schauen, ich meine, ich bin jetzt am Feldrand, ich will nicht reinlaufen, es ist doch schon relativ viel verblüht. Ne? Also die Biene findet noch was. Das ist so. Ja, das soll es von dieser Stelle gewesen sein. Also lang blüht es hier nicht mehr. Geben wir ihm noch, je nach Wetter, eine halbe Woche, ein bisschen mehr vielleicht. Wenn es warm wird, geht's, oder wenn es heiß wird, geht es ja schneller. Wenn es kälter bleibt, braucht es vielleicht noch ein bisschen länger dahin. So ist, dann ist dieses Thema Raps bei uns hier im Ort, also in der Heimat, praktisch auch vorbei. Ihr seht es im Hintergrund. Trotz gestiegener Benzinpreise immer noch mein Freund. Der gute T4. Gerade war ich an meinem Bienenstand, wo ich, das will ich noch erzählen kurz, wo ich meine Vermehrung mache und wollte ein Video für euch machen, aber es ist so typisch, ey, samstags bei uns, wenn das Wetter gut ist, Rasenmäher, Motorsäge, Rasenmäher, einer holpert mit seinem Bulldog vorbei. Also es sind so ein bisschen, du kannst nicht filmen, weil du keinen vernünftigen Ton hast. Das sind so die Nachteile in unserer ja doch relativ dicht besiedelten Großraum Stuttgart, ne, in der Vermarktung. Natürlich ein Vorteil in der Erzeugung, natürlich auch ein Nachteil, auch wenn du neue Bienenstände brauchst. Ne? Dass so viele Kleinstimker, wo dann da schon Bienen stehen und hier und dort. Und dann hast du die Landwirtschaft wieder, dann Gewerbegebiete, Schnellstraßen. Also die Erzeugung schwierig, die Vermarktung besser. So hat halt jeder Standort seine Vor- und Nachteile. Also, wir schauen, wo es noch weitergeht. Ja, der Raucher brennt schon mal. Wir sind jetzt hier den Bienenstand. Ich meine, ihr kennt den schon aus vielen Videos. Den nutze ich ja dieses Jahr für, oder ist einer meiner Vermehrungsbienenstände. Also normal habe ich immer so, gucke ich, dass ich ein, zwei Bienenstände habe, die Bienenvölker nur für die Vermehrung da sind, dass ich genug Bienen für die Königinnenzucht habe, dass ich genug Bienen für ja, die Vermehrung an sich habe, vielleicht auch ein paar Reservevölker da rausnehmen kann. Also das sind ja, glaube ich, knapp über 30 Bienenvölker an dem Stand. Und heute sind wir einfach mal hier. Das war im letzten Video, ne, das erste. Mir ist aufgefallen, sehr viele Füllwörter. Muss man sich wohl erst wieder reinfinden, nach so einer langen YouTube-Pause. Aber auf jeden Fall, oi, 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 da sind aber welche ein bisschen nicht so gut gelaunt heute. Also wir haben es relativ dämpfig, ist der erste Tag dieses Jahr, wo wir, ich denke, so um die 27 Grad jetzt kommen. Auch zum ersten Mal, dass der Imker dieses Jahr wieder schwitzen muss. Aber so ist, auf jeden Fall sind wir jetzt hier, kurz und gut, sind wir jetzt hier, die ist echt hartnäckig hier, sind wir jetzt hier, um einfach zu erweitern. Ja, das ist ganz klar. Ich meine, ich drehe mich jetzt mal kurz um, dann sieht man das. Also Obschwammblüte im Prinzip durch. Ich erweitere jetzt nochmal, weil hier geht es ja einfach darum, dass wir Bienenmassen haben. Ne? Bienenmasse haben zum Schröpfen, zum Verstärken, einfach zum Arbeiten. Ne? Das ist da eigentlich der Sinn dieses Bienenstandes und nicht so sehr die Honigproduktion. Ihr seht es im Hintergrund, ganz klar, manche Völker, also die starken Völker, oder wo ich auch noch nichts entnommen habe, denen habe ich einen Honigraum gegeben, weil ja, Schwarmlust wollen wir jetzt auch nicht unbedingt, also wir wollen sie nicht unheimlich eng halten. Und ja, deshalb haben einige wenige Bienenvölker hier einen Honigraum, der auch zum Teil echt schon gut gefüllt ist. Und ja, weil es eben unten voll ist, ne? 10
Waben der Tand, sind halt 10 Waben der Tand, da geht keine 11. mit dazu. Da muss man halt einfach nach oben gehen. Ich zeige euch jetzt mal, ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit zu den Bienenvölkern, zeige euch mal, wie die aussehen. Vielleicht kann der ein oder andere noch was mitnehmen oder zumindest schauen, wie oder wann ich denen eine zusätzliche Wabe gebe. Also schaut euch da gerne mal zu, wie ich es mache. Ihr könnt mir auf jeden Fall reinschreiben, wie ihr das handhabt, ne? Weil ich habe jetzt von Hobbyimkern, also man muss sagen, ich habe jetzt ein Weilchen keine Videos gemacht, aber viele von euch waren ja mit mir in Kontakt und haben ja auch mich praktisch wieder motiviert, so schnell wie möglich in die Videoproduktion einzusteigen. Also dafür auf jeden Fall mal vielen Dank. Und der Punkt ist ja, da habe ich auch, weil wir dann ja auch mit ein paar, bist ja auch ins Gespräch gekommen und so, und da war halt auch der Punkt, dass manche auch schon mit relativ wenig Bienenvölkerzahlen immer so 2, 3 nur für die Vermehrung vorhalten. Und ich persönlich, ich bin da halt echt ein Freund davon, ne? Weil bei mir ist es ja so, diese Vermischung, also wenn ich Honig ernten will, dann tut es mir weh um jede einzelne Biene, die da verloren geht. Sei es, weil ich die jetzt raushol, um Begattungskästchen zu füllen, um einen Starter zu erstellen, um Ableger zu erstellen für den Imkerkurs oder sowas. Dann tut es mir einfach leid, da bin ich dann immer hin und her gerissen. Dann sind die Bienenvölker, also die, wo du rausnimmst, dann ist der Starter vielleicht ein bisschen zu schwach, weil es dir, wie gesagt, um jede Biene leid tut, die du der Honigproduktion entziehst. Und auf der anderen Seite hast du ja auch so ein bisschen, auch die Ableger sind dann zu schwach oder du nimmst zu viel raus und es gibt, du denkst, oh, ich verpasse Honig. Also es ist für mich irgendwie so ein Interessenskonflikt, wo ich mich persönlich relativ schwer tue, da ein gerechtes Maß für beide Produktionszweige zu finden. Und deshalb sage ich im Frühjahr ganz klar, der Bienenstand, der ist nur für die Vermehrung da. Und dann komme ich da gar nicht in so Differenzen, dass ich sage, oh, hier und da. Und die einzigste Differenz, wo du dann hast später, wenn das supergeil Honig, dem Wald oder so, und dir gehen die Bienenvölker aus und du hättest noch Standplätze oder dahin und dorthin und dann bist du in Versuchung, die dann doch noch zu wandern. Aber dann sind wir so spät im Jahr schon, dass man sagt, okay, kann man eine Lösung finden. Gut, ich sehe, meine Kamera blinkt. Die Aufzeichnungszeit ist wohl langsam voll, die Speicherkarte. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt noch mit zu ein paar Bienenvölker, dass man ein bisschen reinschaut. Dann geht es noch kurz am Ende vom Video in die Luft zusammen. Und ich wünsche euch wieder alles Gute. Lasst den Daumen da. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, ob ihr über Ableger vermehrt oder über Kunstschwärme. Ja, mit was man erweitert, wenn man erweitern muss. Wir schauen jetzt mal hier rein. Ja, ganz klar. Oh la la. Brauche nicht zu. Wir sehen jetzt ganz klar, ne, hier haben wir 4 voll bienenbesetzte Waben. Der Raucher will doch noch nicht so. Und hier am Rand natürlich ganz klar ein weißer Überbau. Wenn wir hier runterschauen, ich nehme sie mal raus, dann seht ihr das eigentlich auch. Ne, schön voller Brut, also komplett voller Brut. Und praktisch die nächsten Waben ja auch. Auf jeden Fall ein Kandidat zum Erweitern. Ich nehme jetzt heute in dem Fall das, was ich habe. Also wir haben jetzt da, ich bin hier ein bisschen außerplanmäßig, habe im Auto das dabei, was ich dabei habe. Man kann auch vielleicht 2 Mittelwände gleich geben, in dem Fall, weil da werden jetzt ja relativ viele Bienen schlüpfen oder ausgebaute Waben oder wie auch immer, auch hier das gleiche Spiel. Wir kommen jetzt hier unheimlich viel Nektar natürlich drin, weil kein Honigraum und eben, ja, schon ein bisschen geschröpft, aber nicht allzu arg. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich nehme es mal raus für euch. Die habe ich das letzte Mal gegeben, die ist komplett voller Honig. Aber hier im unteren Bereich, hier läuft übrigens die Königin. Aber hier im unteren Bereich auch oben voller Honig, unten voller Brut. Also die Königin hat schon den Druck, dass die Platz braucht. Deshalb auch hier gleich wieder
eine Mittelwand. Und was wir hier sehen, wollen wir eigentlich nicht haben. Hier haben wir Drohnenbau. Da ist der Sheet einfach schräg drinnen gehängt. Dann hat unten der B-Space nicht gepasst. Und wir haben hier gleich Wildbau. Den Wildbau haben wir jetzt in dem Fall voller Honig. Machen wir jetzt nicht kaputt, weil das Futter, die Frühjahrstracht ist vorbei. Lassen wir einfach so drinnen. Da bin ich ja, wie ihr wisst, nicht ganz so empfindlich. So, mit dem Raucher habe ich heute schon beim Bienenstand davor nicht so das tolle Glück gehabt. Auch hier wieder das gleiche Bild. Nee, hier haben wir nicht das gleiche Bild. Hier sind wir jetzt eigentlich so aufgestellt, dass die letzte Wabe im Wesentlichen eben nicht bienenbelaufen ist, ne? Honig leer. Da machen wir jetzt einfach, man könnte auch hier schon eine Wabe geben. Mache ich aber nicht, weil ich heute ein bisschen knapp beim Material bin. Und ja, das ist halt dann immer so, da muss man ein bisschen wieder laufen. Ich schreibe mir das jetzt hier auch nicht drauf, weil ich ja jetzt im Prinzip im Nachgang zu dieser Durchsicht hier mit dem Umlaufen beginne und da dann auch entsprechend bald wiederkomme und einfach Bienen brauche. Wie im letzten Video. Ne? Hier haben wir jetzt einen ganz schwachen Kandidaten. Nur mal zum Zeigen auch, der hat jetzt die dritte Wabe im Wesentlichen mit Honig gefüllt und ein bisschen Brut. Ganz schwacher Kandidat, kann man vereinigen oder könnte man vereinigen. Warum machen, lassen wir einfach mal so laufen. Ich habe jetzt hier keinen Zeitdruck, wie gesagt, die sind nicht dafür da, Honig zu produzieren, sondern das sind einfach Bienenvölker, die dafür da sind. Läuft der Film noch und Ton passt auch, die einfach dafür da sind, als Reserve, als Bienenspender, zum Liebhaben natürlich sowieso. Ich habe deshalb geschaut, weil ich habe jetzt in letzter Zeit schon Videomaterial zweimal weggeschmissen, weil wieder das mit dem Ton nicht funktioniert hat. Ich mache jetzt mich hier einfach weiter durch. Wenn wir jetzt uns so ein Bienenvolk hier anschauen, drops, seht ihr es? Ich hoffe, ihr seht es. Einen Moment, nein, ihr seht es nicht. So seht ihr es. Wenn wir jetzt so ein Bienenvolk anschauen, ne? Oben richtig voll prall, schon Überbau mit Honig, fünf Waben, richtig gut besetzt. Könnte man gut in Raps fahren. Ja, so kriegen sie halt zwei Mittelwände noch dazu. Da muss man jetzt auch sagen, wenn ich jetzt nicht mit euch hier am Bienenstand bin und euch das zeigen will, dann bin ich natürlich viel schneller. Ne? Da hebe ich ja den Deckel nicht mal an, da schaue ich von hinten drunter, dann sehe ich das auf einen Blick. Und dann bin ich wahrscheinlich in der Zeit, wo wir jetzt die paar Bienenvölker angeschaut haben, bin ich fast durch den ganzen Bienenstand durch. Das ist halt so ein bisschen ein Punkt, warum man für so einen Film auch Zeit haben muss. Zeit, gute Laune und Lust. Vielleicht nochmal, läuft der Ton wieder? Ja. Vielleicht nochmal einen kleinen Nachtrag, weil wir ja vorher dieses schwache Bienenvolk gesehen haben. Also klar kann man da jetzt auch hergehen und sagen, okay, hier ist ein super starkes Bienenvolk mit 10 Waben Brut, da eins mit 3 Waben und kann ausgleichen. Mache ich jetzt im Moment nicht, weil, wie gesagt, ich heute noch umlaufen will und hier praktisch nur mal so kurz drüber flitzen will und ein bisschen nach dem Rechten schauen will. Und weil wir soll, wenn die Bienen schon nicht in die Honigproduktion gehen, ja, also wenn ich sage, okay, die haben die gleichen Bedingungen, die stehen am gleichen Platz, dann nutze ich das eigentlich auch ganz gerne, um die Königinnen anzuschauen, die Völker zu bewerten. Und da ist es ja dann wieder ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich hergehe und die ausgleiche. Das kann man vom später im Jahr sicherlich machen, wenn man sagt, okay, wir gehen doch noch mit ein paar in Honig und sich daran hinarbeiten. Aber jetzt ist es ja auch so, ich weiß jetzt zu jeder Königin,
was das bei mir für eine, aus welchem Zuchtvolk die kommt praktisch. Und da ist es einfach eine schöne Gelegenheit, um das nochmal auch in Ruhe zu beurteilen, ohne Wanderungen, ohne Stress und die einfach wachsen zu lassen. Weil zwei Bienenstände jetzt oder zwei Bienenstände Reservevölker oder Vermehrungsvölker, das ist eigentlich für mich vollkommen ausreichend. Da bin ich nicht darauf angewiesen, dass die alle super viele Bienen liefern. Und genau, deshalb nur noch sogar als kleine Ergänzung, falls bei einigen von euch die Fragezeichen aufgehen und sagen, hey, wieso gleicht er die Völker nicht aus? Das hat einfach den Grund. Ja, den Grund. Jetzt hole ich euch doch noch mal kurz. Schauen wir uns zusammen noch das Bienenvolk an. Na ja, ein Honigraum voll. Frühtrachthonig ist auch ganz klar. Erweitern wir mal einfach mit dem Honigraum, weil mit diesen Honigraumbienen hat es natürlich den Vorteil, da weiß ich, da ist ganz sicher keine Königin drin, haben ein Absperrgitter drunter und da kann ich mal auf die Schnelle für mich, für die Begattungskästchen garantiert, weiß ich schon garantiert, aber im Prinzip garantiert, königinfreie Bienen organisieren, wenn man das eben mal auf die Schnelle braucht. Weil letztendlich ist es ja bei mir auch so, ich habe noch nicht dieses Vertrauen in meinen Rücken. Es ist auch nicht jeden Tag möglich, an den Bienen zu sein. Es ist wirklich relativ, ja, man muss da auch wieder Vertrauen in sich fassen, in den Rücken. Man muss wieder reinkommen. Und deshalb mache ich jetzt ja auch manche Sachen dieses Jahr nicht so intensiv. Oder anders einfach ein bisschen vorausbauen. Also wir werden wahrscheinlich auch nicht in den Raps fahren. Oder relativ sicher werden wir nicht in den Raps fahren, weil es einfach mir noch mit meinem Rücken zu riskant ist. Und es eigentlich auch schon eine längere Überlegung war, das sein zu lassen. Vor allem in Jahren, wo wir hier eigentlich eine super Frühtracht daheim haben. Schnitt. Und ja, ihr seid am Ende vom Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ne? Ach so, wer es noch nicht hat, lässt bitte einen Daumen nach oben da und motiviert mich weiterhin. Also macht's gut, ciao.